herzlich willkommen. Spaß von auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde HB on Tour. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Aber wir sind jetzt hier in Travemünde angekommen. Und wenn jetzt da auf einen Hof hochgefahren ist, seht ihr so um 280 Kilometer, 4 Stunden, nimmt die volle Fahrzeit danach noch. Nein, die volle haben wir nicht mehr. Mir wird die volle Fahrzeit. Es ist Donnerstag, jetzt brisiert es Richtung Heimat, da die Sonne. Demnächst links abbiegen. Gegen 7 Uhr sind wir beim Kunden sein. Bis 16 ist Donnerstag, 7:16. Biege nach links ab. Haha, ein bisschen steht er drin. Gott sei Dank, wenn ich so steht auf dem. Diesmal soll es keine Wutsau-Folge mehr werden. So. In Sachen YouTube, schau's mal beim Tracker an, der Leni, der macht auch ganz gut die ETS-2-Videos. Macht auch absolut einen geilen Story-Content. In zwei verschiedenen Playlists, sag ich jetzt einmal. Einmal so auf die Serie auf Achse angelehnt und einmal so, wie es ich hier spiele. Mit ein bisschen mehr Background, Hintergrund. Weil der Anteil halt echt ein paar Stunden nötig ist. Also. Echt ein bisschen länger geworden ist es wie. Bitte lasst mir mal einen Kommentar. Grüße von die Sportsfreunde. Na was auch. Was Sache ist. Wir schauen jetzt, dass wir von Ufer schnell so schnell wie möglich hochkommen. Ein Startbuch unten abladen. Vielleicht hat die RD noch unten. Hoffe ich einmal an Niederlassung, dass die was noch zumindest nach Österreich hat. Ich nehme da wieder eine Ladung nach München und fahre dann Lara wieder nach von München wieder hin zu uns. Wäre es ja nicht, ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Geht eh nicht anders, Steiger. Bauarbeiten sind abgeschlossen von unserer Firma. Jetzt endgültig sind sie zum Abschluss gekommen. Wir haben es jetzt so bauen lassen, dass wir nur mal einen Abschnitt dazu bauen können in kurzer Zeit. Aber zuerst haben wir gesagt, müssen wir uns zuerst einmal ein paar Lastwagen schauen, damit dass wir auch dann die soll es da stimmen. Eine größere Firma aus da, wir müssen auch mehr Geld reinbringen. Eigentlich war ja mein Plan ja schon gewesen, wie ich schon gesagt habe, dass ich Donnerstag am Laufe des Tages haben kann,
da. Das ist ja Freitag beim Dorkram Kim. Wenn ich nicht weiß, um zwei liefert man das Schwarzmüll da aus oder nicht den Auflieger. Oder muss ich ihn selber holen. Der Fähre, wie ich mal mit Schwarzmüller telefoniert. Ich habe gesagt, sobald dass ich auf dem Weg Richtung Heimat bin, kriegt das Geld. Dann hat er gesagt, kein Problem, AG. Guck mal, dieser schon. Wir warten gerade noch aufs Geld, dass wir die Sperre außer dann kosten wir nicht mehr. Hey, wer denkt, so einer. Vertraut man nicht einmal. Aber er weiß, dass ich einen Tierflotter habe mit. Denkt er sich, ich sattel drauf, stehe auf dem Tierflur drauf und da bin ich damit. Jetzt überholen wir noch den Glostransportfahrer. Ach, wenn der einen Unfall baut, dann kann er sagen, Scherben bringen Glück. Kriegt keinen Lastwagen. Oder wenn er überlebt hat. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Machen wir so, Helga. Hannover, was haben wir denn? 143 Kilometer. Jawohl! Bitte rechts halten. Ich würde gerade sagen, und fahren wir rechts, oder Helga? So. Dann kommst du vorbei mit dem kleinen Transporter. Na, 10 Kilometer noch, Stunde 43. Dann müssen wir jetzt Richtung Heimat zugehen. Stokes hat auch gefragt. Habe ich auch eine E-Mail auf meinem Computer gehabt. Ah gut, die Ladung müssen wir noch fern abbringen, dann machen wir einen Vertrag als Partner. Ich habe gesagt, glaube ich, wenn ich irgendwo mal günstig bin, dann nehme ich da auch eine mit. Dann hole ich mir die vom Frachtmarkt auch. Ah, dann passt. Ah gut, die Ladung möchte er noch von mir sehen. Pünktlich und schadensfrei. Aber es ist halt auch Wertzeug, gell? Weil wenn der Stabbruch besser zahlt, dann fahre ich das Zeug vom Stabbruch. Ohne Moos ist nichts los.
Haut, Dieselkruste ist gut. Wir werden mal schauen. Entschuldigung. Sind sie da mal schon mal übernachtet? Auf beiden Seiten, wie es scheint. Aber zumindest nicht mehr übernachtet oder tankt, so ist es so. Über 38 Kilometer noch meinen Sportsfreunde. Das ist ja gut, wenn man die gelben Wege sieht, gell? Melin gut in der Zeit, ja. Gegen 7.16 Uhr erwarten sie uns. Gegen 7.16 Uhr erwarten sie uns. Nimm die Ausfahrt rechts. Ach, ich bin ja schon Profi. Mama ist ja die am Bonus kriegen. Erster Aufenthalt in Hannover. Jetzt können wir gleich noch schauen. In der Fracht macht. Ich weiß, dass das nicht so ist. Wörter Steinbruch in die Türkei oder was. Nach Italien noch, wie hat er was? Schauen wir nachher. Was der Steinbruch an sich selber hat. Ansonsten machen wir das jetzt noch nicht. Sonst habe ich schon eine Idee, wie wir das machen. Dass der jetzt weiterläuft. September, wo es mir noch wenig von der Monat erlauben nehmen muss. Dieses Wochenende bleibe ich nicht raus. Das garantiere ich. Das Handbild, das ist halt da herum. Weiß ich nämlich, dass der Partner ist vom Stabbuch.
Welt macht. Ist das das Sandbild, das dann da herum, oder wie? Ein Kiosk. Covid. Naja, das ist ziemlich früh, gell? Der Tag erwacht und die Arbeit da. Absolut geil gemacht, absolut geil gemacht. Das gefällt mir. Das haben sie mir richtig gut gemacht. Da hat der Schaum auf die Moskau rausgefunden. Ein riesen Gelindes, wie es ausschaut. Unser Parkplätzchen finden. So. Fünfzehn pro Woche. So, dann haben wir den nächsten erledigten Auftrag. Jetzt waren wir 50.000. Aber kein Level Up haben wir gekriegt. Was haben wir denn? Ja, wenn wir gerade 529 Kilometer gefahren sind, da haben wir halt dann da die Einbuße. Wir haben zwar mehr Zeit, aber wir haben da die Einbuße. Passt gut. Schauen wir. Aktuelle Firmenaufträge. Frankreich, Italien. Das ist mal zwei Tage. Verona. 1000 Kilometer. Dresden ist ganz woanders hin. Osnabrück ist da rummer. Ich bin direkt auf dem Frachtmarkt rein. Direkt auf dem Frachtmarkt. Türkei, Portugal, Italien. Italien, England.
Polen, Dänemark, Nürnberg. Nürnberg war aber Samtbilders zu Samtbilders. Also starb auch nach Polen, Junge. Niederlande, Deutschland, 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 Deutschland. Na, ist das verwundert, dies, was am Ding ist? Jetzt passen wir auf. Aber wo sind denn Erzbischof? Was haben wir denn? Wir sind jetzt in Hannover. Schauen wir mal, hat Bremen irgendwas? Und dann kommen wir auf Bremen auf. Italien, Polen. Deutschland, Deutschland, Mannheim. Aber ja, das ist keiner von meinen Partner. Aber es ist keiner von meinen Partner, der hätte direkt was noch nicht. Und in einer Stunde ist es weg und ich schaffe in einer Stunde Dinge. Pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Wegkarten. St. Peters. Er war tot. Doch Nürnberg auch. Wir sind ja schon mal fern gefahren. Sind ja schon mal von St. Peters gefahren, weil ich weiß ja, dass er Partner ist. Ja, 20 Stunden, wo sind es? 45 Kilometer. Weißt du was? Scheiß mal drauf. Okay, Gleich wir gesagt. fahren los. Gehen wir zum St. Pilsers. Dann sind wir wenigstens da in Nürnberg. Es ist Donnerstagvormittag. Dieser zu Partner ist vom Startbuch oder nicht. Vertrag haben wir keinen mit dem, aber wir fahren es trotzdem. Wir müssen jetzt noch radikal sein. Wir regeln das jetzt direkt mit St. Pilters. Ich hätte schon eine andere Idee, aber dann hat sie schon den Lastungsherren, den Rosi für die nächste Folge vorbereitet. So, Frachtmarkt.
Nehmen wir den nur. Ah, schade. Der ist so groß hier. War noch. Ah ja, ganz gut. Das ist ja Gott so laut. Schauen wir mal, wie lange es abgedehnt ist. 6 Stunden, 52, 46 haben wir auf der Uhr. Dann haben wir 12:30 in Nürnberg. Es hätte den Stab auch nicht gefallen, wenn ich da direkt mit in direkte Verhandlungen tritt. Aber es kennt ja die Spruch, die haben wir mal, siegt die Frechheit. Und mit Nürnberg waren wir schon nach und da. An der österreichischen Grenze. Jetzt haben wir nur zwei zum direkten Fahren. Aber zumindest geht es schon mal in die Richtung. Ich hätte jetzt dies nach Verona nehmen können. Ja. Oh, passt die. So, ich bin gerade im Moment nicht rausgekriegt. Ah ja, ich hab gerade die Karten anders im Kopf gehabt. Ah, jetzt hat. So, jetzt hat. Ach, jetzt kann ich zupfen. Jetzt haben wir es so weit geschafft, Johnny. Jetzt müssen wir Gas geben über die letzten Meter. Wir müssen jetzt Minimum 20 Minuten ausrollen. Das heißt, ein bisschen eine Wildsau der erste Zeit.
Ich habe schon einen Plan, wie es in Nürnberg unten dann weitergeht. So ist ja nicht. Jawohl. Donnerstag Mittag. Nächstes ist erwartet, man sieht zwischen 20 Uhr und 2 Uhr früh in der Früh, also warten Sie auf uns. Sie brauchen ja die Leute. Komm schon, zieh ich noch. Vierundvierzig, fünf, zweiundvierzig, fünf, einundvierzig bis zur nächsten Pause. Schau ich nur, dass ich da noch ein bisschen mit dem Kasser davor lasse, was ist zu immer. 538, 538, ich heb's jetzt ziemlich die Waage, gell? Aber na gut, meine Schwarzfreunde. Dies war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass es hier aus HB on Tour weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst es mal. Mein Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem meine Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.